Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal was Außergewöhnliches. Ein Flugzeug. Eine IL-62, die hier steht. Das ist ein Ilyushin. Irgendwas aus sowjetischer Bauart. Und guck mal, das Teil ist einfach mal als Restaurant abgeparkt. 43 Meter Spannweite. 12 Meter Höhe. Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, weil die auf Pfählen steht. Und 70 Tonnen ungefähr stehen hier. Wahnsinn. Da vorne steht erstmal ein Triebwerk, was wir wahrscheinlich dort ausgebaut haben. Aber das gucken wir uns dann nachher an, das Triebwerk. Aber schon auf den ersten Blick ist der Hammer, oder? Da rostet nichts. Das ist halt Flugzeugbau. Ja, ich bin in Leipzig und das ist halt einer von drei IL-62, die als Restaurant umgebaut wurden. Gibt noch zwei andere? Na, und die hier steht halt in Leipzig. Die anderen zwei, das eine ist irgendwo, müsste ich nachgucken, irgendwo in Tschechien bei der Grenze, dort in Graz. Graz gibt es eine und dann nochmal in Tschechien, genau. Da sind auch nochmal zwei Restaurants. Also jeweils eins, ne? Und hier ist halt so umgebaut. Übrigens interessant gemacht, die haben die Tragflügel ein bisschen verstärkt, so dass man auch dort auf denen sitzen kann. Mit drüben weiß ich gar nicht, müssen wir gleich mal gucken, ob hier drüben, ob man da auch sitzen kann. Nee, sieht nicht so aus. Also nur auf der linken Seite. Ein schöner Freisitz. Was man aber hier schön sieht, seht ihr den Flügel? Dort ist ein, wie ein Sägezahn drin. Auf der anderen Seite auch. Das war damals so Stand der Technik. Damit waren bessere Flugeigenschaften möglich. Ja, damit konnte man steiler hochfliegen. Und da war nicht so schnell ein Strömungsabriss. Und deswegen hat man hier wie so einen Sägezahn gehabt am Flügel. Interessante Konstruktion übrigens. Also, was bei dem auch besonders ist, der hat alle Triebwerke hinten, ne? Vier Stück. Vier Triebwerke hinten. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viele Jahre die hier schon steht, aber es sind einige. Ich glaube, um die 10 Jahre steht die hier schon. Mitten, wie ihr seht, hier in Leipzig. Was schön ist, dort, wie ihr seht, Interflugzubringer. Und weiter hinten ist auch noch ein Rohbohr von Interflug und ein Barkas. Den gucken wir uns dann nachher noch näher an. Gucken wir erstmal noch hier am Flugzeug weiter. Wir noch irgendwas Cooles entdecken. Soweit noch alles dran. Original. Das Schöne ist, sie haben es auf die Klappen zugemacht. Verschlossen. Es ist übrigens so konzipiert, dass das auch von alleine ausfahren kann, wenn das mal ausfällt, die Hydraulik. Hinten übrigens ist leider nicht verschlossen. Müssen wir gleich mal gucken, ob uns ein paar Tauben angucken. Ah, hier ist nämlich leider noch offen. Ja, das ist halt immer blöd, wenn so ein Flugzeug lange draußen steht, dann nisten sich dort. Hier sieht man auch das alles, ja, dann nisten sich die Tauben ein, ne? Ja, und jetzt sieht man es ganz gut, es ist nur auf der rechten Seite. Na, auf der rechten Seite ist Freisitz auf der Tragfläche. Auf der linken Seite nicht. Triebwerke, würde ich sagen. Können wir gleich mal gucken. Aber denke ich, sind ausgebaut. Die sind ja auch relativ wertvoll. Ja, da ist nichts mehr drin. Ich laufe mal noch ein Stück hinter. Gucken wir nochmal genau rein. Ich nehme an, das eine, was vorne ist, was wir uns nachher noch angucken, das haben sie hier zu Museumszwecken noch dagelassen. Und die anderen Triebwerke, nehme ich mal an, haben sie verkauft. Na, die sind relativ. Die bringen nochmal viel Geld. Aber was grandios ist, guckt euch das mal an hier. Ein riesen Heckflügel. Leider gab es da auch mal einen Flugunfall. Also nicht bei der, aber es gab ein relativ großes Flugzeugabsturz. Da ist einfach mal bei so einer IL-62 hinten das Hinterteil ja abgebrannt. Das brannte und die haben es nicht bemerkt. Und da ist das Teil komplett abgefallen. Das riesen Heckteil. Das war mit einer der größten Flugzeugunfälle in Deutschland damals. Irgendwann in den 70ern.
Wer das interessiert, muss mal bei Wikipedia eingeben. Da ist das Riesenheckteil hier einfach mal abgegangen und dann kann man nicht mehr viel steuern. Übrigens, das ist der Nachteil bei der Konstruktion. Extrem hecklastig, ne? Ich meine, die Turbinen, alles hinten. 70 Tonnen Insgesamtgewicht und dann vier schwere Turbinen hinten. Deswegen ist übrigens, ach so, das habe ich noch gar nicht gezeigt, irgendwie das hintere Stützrad ist irgendwie so konzipiert, dass man die Maschine beladen kann trotzdem, auch durch die Hecklastigkeit, dass das irgendwie so konzipiert ist, dass die Maschine nicht abklappt hinten. Ne? Haben Sie schon was dabei gedacht? So, ich gehe mal noch ein kleines Stück zurück und dann seht ihr auch gleich, dass hier noch zwei richtig schöne Fahrzeuge stehen. Die gucken wir uns jetzt auch gleich mal noch an. So, aber erstmal noch mal kurz ein Stück zurückgehen und mal die Maschine im Ganzen angucken. Leider ist zu im Moment. Ich kann nicht rein. Innen drinne ist umgebaut zum Restaurant. Ne, da wird nicht mehr viel Original sein. Aber es wäre mal interessant. Also, falls das Ding mal offen hat, mal wieder, gehe ich mal rein und gucke mir das auch mal drinne an. So, und jetzt gucken wir uns den schönen Robo an hier. Ich kenne noch Zeiten, da gab es die Dinger für 500 €. Aber das ist schon lange, lange, lange her. Also den, hätte ich das damals gewusst, hätte ich mir auch mal so einen Bus geholt. Ich finde die mega geil. Einziger Nachteil, haben kein Allrad, ne? Und natürlich Benzinmotor, wenn er original ist. Na, aber ich würde fast sagen, ja, also das ist, da ist nicht viel umgebaut. Das ist ein schöner, originaler Robo. Robobus, der bestimmt auch so vielleicht dort gelaufen ist. Bei der Interflug. Ist ja dann liquidiert worden, das Unternehmen. Durch die Treuhand. Also das könnte schon ein originaler gewesen sein, ne? Für einen Flughafentransporter, ne? Vom Flughafen zum Flugzeug. Wurden ja damals Busse eingesetzt, so wie heute auch. Ja, und da wird das Teil hier dort gelaufen sein. Gucken wir mal rein hier. Sieht echt gut aus. Schöner Zustand. Was mich nur mal interessieren würde, wer sich da auskennt, das habe ich noch nicht so gesehen. Was ist das hier? Es sieht so aus, als wenn hier nochmal irgendwas draufgeschraubt werden kann. Ist hier dann Radabdeckung oder was kann man hier draufschrauben? Wäre das einzige Sinnvolle, was ich jetzt denken würde, irgendwie nochmal eine Abdeckung, die man da draufschraubt, die dann hier anscheinend fehlt. Also ein richtig, richtig geiles Fahrzeug, ne? Jetzt aber würde ich sagen, eins von späteren Baujahren, weil er auch schon die Rückleuchten hat, ne? Die ersten Baujahre hatten noch die runden Rückleuchten, die späteren Baujahre hatten dann diese Rückleuchten mit E-Prüfzeichen schon. Leider steht kein Jahr drauf. Manchmal ist das ja schon mit Produktionsjahr, aber hier steht keins da. Schade. Manchmal hat man auch Glück. Und hier steht's. Aber guck mal. Doch, da steht's. 1084. Hab's gefunden. Also wird der Robo 1984er Baujahr sein. Lack ist leider, wie man sieht, schon ein bisschen matt. Ja gut, steht halt immer draußen, ne? Aber ist eine geile Kiste. Gucken wir mal kurz drunter. Ersatzrad hat er auch. Ja, das ist das Schöne hier. Hier kann man gut drunter gucken, ne? Weil der so schön hoch ist. Da gucken wir gleich mal nach vorne drunter. Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Wie er denn hier vorne drunter aussieht? Ölt nur minimal. Schön abgeschmiert. Also haben sie sich auch mal drum gekümmert. Ah, ich würde aber fast sagen. Ah, nee, es ist ein Benziner. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein Diesel, aber ist es nicht. Nee, wird der Benzinmotor sein. So wie es halt original war, ne? So, und dann kommen wir gleich mal zu den Backers. Auch ein schöner Backers von der Interflug. Backers B1000 mit. Gucken wir rein.
das scharf gestellt kriegen. Mit Wartburglenkrad. Und Standheizung. Müssen wir dann gleich von der anderen Seite nochmal reingucken, nochmal genauer. Aber der sieht auch schön aus. Aber hier ist noch schön rot, hier ist schon ein bisschen ausgeblichen. Naja, gut. Das bleibt nicht aus, ne? Das war dann wahrscheinlich der Transporter, wenn nicht ganz so viele transportiert werden mussten. Oder vielleicht mal für andere. So genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall hat er eine Standheizung, sieht man dort. Ich gerade drauf zeige in der Mitte, da ist eine Standheizung. Und auch richtig schöner Zustand. Guckt mal hier rein. Sehr schön. Wie frisch draufgezogen die Sitzbezüge. Richtig toll aus. Wie ein schöner Barkas. Ja, gut. Gucken wir auch hier mal drunter. Mir irgendwas sehen. Ah, hier haben wir auch 1978. Anhängerkupplung. Also, Baujahr 1978, der Barkas. So sieht er drunter aus. Ich denke, der steht auch schon eine ganze Weile. Gucken wir mal nach vorne drunter. Dort so aussieht. Ja, der gute alte Motor, ne? Aus dem Wartburg. Leicht verändert. Aber tippitoppi. Ja, also kann man wirklich sagen. Schöner Zustand. Und schön, dass es die Fahrzeuge hier noch gibt. Ne? Dass wir hier so einen schönen Robo und einen schönen Barkas-Fensterbus sehen. Also, weil die sind ja schon selten hier, die Barkas, aber die Robo mittlerweile extrem selten geworden. So, da würde ich sagen, da gehen wir jetzt gleich mal noch vor und gucken uns mal, für die, die es interessiert, gucken wir uns mal noch das eine Triebwerk, was dort vorne an der Straße ist, ausgebaut. Gucken wir uns das mal noch an. Ja. Und dann sind wir am Ende vom Mondgang. Ja, und hier sind wir jetzt direkt am Triebwerk. Vier Stück davon verbaut. Und ich finde das grandios. Egal, wo man hinguckt, ist maximal ein bisschen Flugrost dran. Ja, wo man ein bisschen Beschädigung war. Aber sonst, ich meine, das ist jetzt hier schon jahrelang. Steht das Teil draußen. Ja, sieht aus wie geleckt. Das sieht aus wie neu. So, mal reingucken. Hier sind schon Leute reingekrabbelt, so wie es aussieht. Und haben Steine reingetan. Aber trotzdem, ey, es sieht Hammer aus. Wenn sich das mal überlegt, das muss man erstmal konstruieren, das muss man erstmal entwerfen, das muss man erstmal alles, was da für eine Ingenieursleistung dahinter steckt. Top. Ah, hier wurde gespart. Hier auch. Hier rostet's. Aber sonst, wie man sieht, nur hochwertigste Komponenten verwendet. Auch selbst das hier, das ist ja irgendein Schlauch, irgendwas hier. Klar, ein bisschen hat er Abnutzungserscheinung, aber trotzdem. Oh, die Schweißnähte, guckt euch das mal an. Das war kein Anfänger, das ist tippitoppi. So, und jetzt gucken wir mal hier vorne. Herrlich. Sieht stark aus. Ist nochmal die Leitung zu sehen hier. Wahnsinn. Das sind dann quasi, also hier sind die, aha, hier gehen also quasi die Kabel durch. Das sind also Kabelschächte. Kabelleitung. Ja, was haben wir hier noch? Ah, nichts Besonderes. Okay, Wahnsinn. So, gut. Also, damit würde ich es dann jetzt auch belassen. Haben wir uns das Ganze mal hier angeguckt. Schönes Flugzeug, zwei schöne Fahrzeuge. Ist cool.
Also, wer mal in Leipzig ist, kann ruhig mal hier vorbeikommen. So, also, ich guck mal, was ich demnächst noch so finde. Und dann gibt's dazu noch ein, zwei Videos, ne? Also, bis dahin, ja. Macht's gut. Tschüss.